Ja, über alles seine Meinung sagen, mit so vielen Zusätzen von Neuem als möglich. Ohne dieses wird aus allem nichts. Nur hüte dich vor dem Druckenlassen. Nicht bloß stilles Nachdenken, sondern auch Aufschreiben erleichtert den Ausdruck sehr, sondern verschafft auch die Gabe, selbst dem auswendig Gelernten eine Farbe des eigenen Denkens zu geben. So lautet mein Titelzitat. Lichtenberg hat es sich im Winter 1789-90 in sein sogenanntes Sudelbuch J notiert. Genauer, er soll es sich dort notiert haben, gemäß dem ersten kritischen Herausgeber von Lichtenbergs Notizbüchern, Albert Leitzmann. Und Wolfgang Promis, den Sie wahrscheinlich auch als Leser kennen, Herausgeber der sämtlichen Schriften und Briefe aus dem Hansa Verlag, ist Leitzmann bei dieser Lesart unkritisch gefolgt. Nun erhält, wie Ulrich Jost mich unterrichtet hat, erhält diese Formulierung ein kleines, aber entscheidendes Problem. Denn ausgerechnet dort, wo im ersten Satz von der Tätigkeit die Rede sein müsste, um die es geht, klafft bei Lichtenberg in der Handschrift eine Lücke. Zwar wird im Folgenden klar, dass die gemeinte Tätigkeit die des Aufschreibens selber ist. Gleichwohl ergänzen die Herausgeber die verderbte Stelle mit dem Verbum sagen. Der Gedanke, den sich Lichtenberg notiert hat, gerät damit in eine Art Selbstwiderspruch. Denn der erste Satz müsste pragmatisch richtiger so ergänzt werden: Ja, über alles seine Meinung aufzuschreiben, mit so vielen Zusätzen von Neuem als möglich, ohne dieses wird aus allem nichts. Wir stehen also vor einem philologischen Problem. Und eben dieses Problem interessiert mich. Ich glaube nämlich, dass das Problem ein produktives ist. Warum? Die Frage hängt mit Lichtenbergs besonderem Aufschreibesystem zusammen, mit dem er sein Schreib- und Ideenhaushalt führte. Wenn ich Aufschreibesystem sage, dann meine ich damit keine ausgefuchste Medientechnologie, wie sie der Literaturwissenschaftler und Medientheoretiker Friedrich Kittler auch in meinem Fach salonfähig gemacht hat. Ich denke vielmehr an eine intellektuelle Praxis, die die humanistischen Gelehrten im 16. Jahrhundert entwickelt hatten und die dann bis ins 18. Jahrhundert weiter tradiert wurde, eben das Exzerpieren. Lichtenbergs Aufschreibesystem reiht sich in diese Tradition ein. Er schreibt diese Praxis aber auch weiter. Im ausgehenden 18. Jahrhundert tritt das Exzerpieren nämlich mit einem anderen System in Konkurrenz. Ein System, das auf dem literarischen Markt, der um 1800 entsteht, und im Bereich der modernen Wissenschaften, die sich in dieser Zeit ausdifferenziert haben, dem Exzerpieren den Rang abläuft. Und dieses Prinzip ist das der authentischen Autorschaft, der Originalität und damit auch verbunden die Idee des geistigen Eigentums. Es geht mit anderen Worten um die Konkurrenz zwischen Exzerpierpraxis auf der einen Seite und Copyright auf der anderen. Nicht also, wenn Sie fremde Schriften zum eigenen Gebrauch abschreiben und das dann weiter benutzen und das publizieren, dann sind Sie in dem Bereich, wo wir heute sagen würden, des Plagiats oder des Copyrights. Diese Konkurrenz zwischen Exzerpieren und Copyright bildet sich in unserem Ausgangszitat ab. Lichtenberg nimmt sich dort ja nicht allein vor, alles Mögliche aufzuschreiben, sondern er will ausdrücklich seine Meinung dazu aufschreiben. Und zwar, wie er sagt, mit so vielen Zusätzen von Neuem als möglich. Seine Absicht dabei ist es, wie es weiter heißt, dem individuellen Ausdruck eine Farbe des eigenen Denkens zu geben. Genau das ist das Ausdrucksideal einer Gruppe
von jungen Intellektuellen, von jungen Schriftstellern, die Lichtenberg aufs Blut gehasst hat, nämlich die Stürmer und Dränger, die Originalgenies. Es zeichnet sich also hier ein zweites Problem ab, nämlich das der konzeptuellen, also das konzeptuelle Problem der Originalität. Und um diesen Bereich werde ich Ihnen heute meine Gedanken etwas näher zu bringen versuchen. Um die Ausgangslage der Problematik, die mich interessiert, besser nachvollziehbar zu machen, gehe ich zunächst auf die Technik des Exzerpierens ein, auf ihre Herkunft aus der Rhetorik und ihre Aktualisierung in den Exzerpieranleitungen der Aufklärung. In einem zweiten Schritt frage ich mich dann, wie Lichtenberg diese Tradition aufgenommen und fortgeschrieben hat. Und hier stoßen wir eben unweigerlich auf dieses Originalitätsproblem. Lichtenberg interessiert sich dafür unter Stil- und erkenntniskritischen Gesichtspunkten. Zum Schluss verknüpfe ich beide Argumentationslinien noch einmal miteinander und möchte Ihnen zeigen, warum ich eben glaube, dass diese Problematik eine produktive ist. Also es geht mir um die Produktivität des Problems. Ja, vielleicht eine kleine Vorbemerkung, wenn Sie jetzt hergekommen sind und von mir Ausführungen über die Handschriften erwartet haben, dann muss ich Sie leider enttäuschen. Das ist nicht meine Stärke, wie Ulrich Jost auch weiß. Mich interessiert mehr die theoretische Reflexion, die Lichtenberg in seinen Sudelbüchern darüber angestellt hat. Ich glaube aber, da spreche ich etwas inzwischen, ich bin aus der Lichtenberg-Forschung, bin da nicht mehr an vorderster Front dabei, aber ich glaube, es wäre da immer noch viel zu machen. Es wären also systematisch eigentlich mal Studien anzustellen über das, was eben diese Exzerpte dann, wie sie produktiv geworden sind in Lichtenbergs eigenem Werk. Aber das können Sie heute nicht von mir erwarten. Ja, jetzt bin ich zu früh, aber das kann ich schon mal stehen lassen. Wir gehen also jetzt mal zum Exzerpieren als Aufschreibesystem. Das möchte ich Ihnen zunächst vorstellen. Seit der Antike wurden fremde Schriften zum eigenen Nutzen ausgezogen und abgeschrieben. Entsprechende Techniken gehören zum eisernen Bestand westlicher Schriftkulturen. Die theoretische und praktische Basis lieferte bis ins 19. Jahrhundert hinein die Rhetorik und mit dieser verbunden auch die Logik oder Dialektik. Ich glaube, man kann vier Grundfunktionen dieser Exzerpiertradition könnte das herausdestillieren. Ich habe das mal versucht, diese vier Punkte, die Sie sehen. Der erste Punkt ist, es werden Texte und Textelemente gesammelt zum Zwecke der Nachahmung. Also die Funktion, die hier angesprochen ist, mit der rhetorischen Bezeichnung, ist die der Imitatio. Zweiter Punkt, es werden musterhafte Texte oder Textelemente gesammelt. Entschuldigung, jetzt bin ich falsch. Also das Erste, das wäre der Zweite gewesen, haben Sie gemerkt. Der Erste ist, dass die Texte und Textzitate gesammelt werden, um als Beispiele, Argumente zu dienen für die Rede, für bestimmte Redesituationen. Das ist die Inventio-Funktion. Also wenn Sie eben eine Rede schreiben müssen, dann können Sie in diesen Exzerpt-Sammlungen nachgucken und kriegen dort Ideen. Zweite habe ich genannt. Die dritte, es werden in diesen Exzerpten merkwürdige Fakten, Anekdoten und Kuriositäten gesammelt im Hinblick auf eine spätere, zum Beispiel literarische Verwendung, also die Memoria-Funktion. Und die vierte, das ist, wenn Sie Realien sammeln, die Ihnen als Exzerpierenden beim Lesen, beim sammelnden Lesen Kenntnisse unterhaltsam erweitern sollen. Das wäre nach einem Horaz-Diktum die Funktion des
prodesse et delectare, das heißt des nützlichen, erfreulichen Lesens und Sammelns. Die antike Rhetorik theoretisiert das Exzerpieren nach Aristoteles unter dem Begriff der Lozi oder der Topoi, also der Fundörter, der Fundstellen, wenn Sie so wollen. Daraus ergibt sich dann eine eigene Wissenschaft, die sogenannte Topik, und die dient der Heuristik, also es ist ein Instrument, um Neues herauszufinden. Ein Mittel, das Sie zu schnellem Auffinden von Argumenten in Redesituationen ertüchtigen soll. Diese Topoi werden oder wurden in handschriftlichen und gedruckten Sammlungen als inhaltlich fixierte Redewendungen nach Themen archiviert. Man spricht dann von sogenannten Topoi-Archiven. Im Verlauf dann des 17. Jahrhunderts verkommt diese rhetorische Tradition zu einer Fingerübung für Gelehrte. Es geht nicht mehr so sehr um das Finden, die produktive intellektuelle Tätigkeit, sondern es geht vor allem um die Anhäufung von möglichst vielen Lozi oder Topoi, also Örtern von vielen Dingen. Ja? Es geht um die sogenannte Copia Verborum oder Copia Rerum, ein barockes Prinzip. Und das Exzerpieren wird dabei zu einer Art selbstzweckhaften Tätigkeit von Gelehrten. Und gegen diese selbstzweckhafte Gelehrsamkeit opponieren nun ungefähr um 1700 Intellektuelle, wie beispielsweise der Schulrhetoriker Christian Weise, der Philosoph Christian Thomasius oder auch der Literaturtheoretiker, Theaterschriftsteller Johann Christoph Gottsched. Sie alle wollen das Exzerpieren aus der Sackgasse der reinen Büchergelehrsamkeit herausführen und, wie Sie sagen, dem praktischen Dienst der vernünftigen und klugen Politik, des Politikus, also eines homme de lettres, wenn Sie wollen, zuführen. Es gibt Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts dann sogar Haltungen, Aussagen, die die Lozi Topici verdammen, weil sie falsche Quellen der Erfindung seien. Oder bei einem Theologen Hallmann heißt es dann sogar, die beste Methode ist keine Methode. Ja, Sie sehen also dieser Affekt gegen diese Gelehrsamkeit. Die Kritik an dieser Tradition, an diesen Topoi, gehört aber nun schon seit der Antike selber zu den Topen, also zu den Topoi, zu den Gemeinplätzen der Rhetorik. Ja, also eine Kritik, die gewissermaßen vom System selber schon integriert worden ist. Und deshalb sind auch die Tiraden dieser Frühaufklärer gar nicht so gemeint, dass das Exzerpieren überhaupt keine Rolle mehr spielen sollte, sondern sie wollen eine Reform durchsetzen. Es geht also um die Umwertung der rhetorischen Kategorien, der sogenannten Virtutes. Und diese wird nun wiederum, oder kann man wiederum in vier Schwerpunkte zusammenfassen. Erstens, was soll also diese Reform? Sie soll erstens den Realien, also den Res, den Sachen, den Dingen, den Vorzug vor der Versprachlichung einräumen. Die Sachhaltigkeit wird zum zentralen Anliegen des Exzerpierens. Zweiter Punkt, es wird von der Reproduktion von Wissen, das Autoritäten früher einmal angehäuft haben, umgestellt auf die Produktion alternativer Wissens- und Vorstellungswelten. Drittens, das Exzerpieren wird subjektiviert. Und zwar einerseits im Hinblick auf die Texte, also es geht um die Kreation eigener und originaler Texte, die nun durch dieses Exzerpieren einfacher, besser, potenter gemacht werden sollte.
Und zweitens, das ist schon interessant, also schon vor 1800, vor der neuhumanistischen Bildungsreform, wird auch die Ausbildung der Persönlichkeit des Exzerptors, also dessen, der aufschreibt, zu einem Zweck gemacht. Also sie sollen nicht nur eigene Texte, originale Texte, sondern auch originale Köpfe sollen sozusagen daraus entstehen. Vierter Punkt, das Exzerpieren wird in den Dienst einer fortschrittsorientierten Erkenntnis gestellt. Das Auf- und Ausschreiben von tradiertem Wissen motiviert die Revision und die kritische Analyse dieses Wissens. Also es ist ein wichtiger Punkt, dass also im 18. Jahrhundert das Exzerpieren nicht mehr quasi ein unkritisches Anhäufen und Weiteranhäufen weiter so bestehen soll, sondern dass eben dieser Exzerptor selber als eine kritische Instanz das Wissen beim Aufschreiben prüfen soll. Die wichtigsten Impulse für diese Reform kommen aus England. Und das ist nun, wie Sie wissen, für Lichtenberg hier an der Georg-August-Universität, dieser nach englischen Vorbildern eingerichteten Reformuniversität, besonders wichtig. Lichtenberg orientiert sich an drei Traditionslinien. Die erste geht auf Francis Bacon zurück, der in seinem neuen Novum Organum eine sogenannte Commonplace-Methode begründet hat. Also Commonplace, da hören Sie auf Englisch übersetzt diese Lozi, diese Gemeinplätze. Sie wird für die Entwicklung des Aphorismus als Denkform des Empirismus, also einer naturwissenschaftlich geprägten Intellektualität, wichtig, und es werden dabei Naturbeobachtungen und literarische Realien, wenn Sie so wollen, pell-mell, also ziemlich bunt durcheinander gemixt. Lichtenberg bezeichnet diese Methode von Bacon einmal als heuristisches Hebzeug. Heuristik, also das ist die Findekunst, das Hebzeug, also so eine Art Hebel, wenn Sie so wollen, eine Art Universaltool für das Auffinden aller möglichen Dinge. Die zweite Traditionslinie geht auf John Locke, den Philosophen aus England, zurück. Locke's 1686 erstmals auf Französisch veröffentlichte New Method of Making Commonplace Books wird in Deutschland bis ins späte 18. Jahrhundert immer wieder konsultiert. Sie ist stark an der Praxis orientiert und an der Produktion von Wissen, indem sie die Ordnung der Exzerpte, also dieser gesammelten, aufgeschriebenen Dinge, nun in einer ganz spezifischen Weise rationalisiert. Damit möglichst rasch und individuell auf das, was man gesammelt und aufgeschrieben hat, zurückgegriffen werden konnte, wurden die Lesefrüchte unter lateinischen Titeln, sogenannten Heads, alphabetisch geordnet und durch ein alphanumerisches Verweissystem, also eine Kombination von Zahlen und Buchstaben, miteinander vernetzt. Die dritte Traditionslinie schließlich geht auf den englischen Ästhetiker und Philosophen Shaftesbury zurück. Anstelle ordentlicher Kollektaneen propagiert Shaftesbury launenhaft originelle Miszellaneen, also Kollektaneen, das ist diese aus dem Lateinischen übersetzte alte Beschreibung oder Betitelung dieser Bücher, in denen diese Sachen gesammelt worden sind, und Shaftesbury stellt nun dagegen den Terminus und die Praxis der Miszellaneen. Ziel dieser Miscellanies ist es, das exzerpierte Werk in ein gelehrtes Flickwerk aufzulösen, um so dem hungrigen und agilen Esprit, also dem Geist, dem Witz, Futter zu verschaffen. Shaftesbury schreibt dazu: "To confound the simplicity and conformity of design in a patchwork of cuttings and shreds of learning with various fragments and points of wit." Also das ist ganz wichtig, dass
ganze Werk oder ein ganzes Kunstwerk, das sie exerpieren, soll willentlich zerschlagen werden, soll willentlich verstreut werden in ihren eigenen Exzerptheften, um nachher dem Witz möglichst viel Spielraum zu liefern. Was macht nun Lichtenberg mit dieser oder aus dieser Tradition? Ihm war das Exzerpieren als rhetorische Übung seit der Darmstädter Gymnasialzeit vertraut. Und auch später betreibt der Büchermensch Lichtenberg das gelehrte Handwerk der sammelnden Lektüre manisch, aber auch äußerst reflektiv. Selbstkritisch resoniert er in den Sudelbüchern immer wieder über den Gelehrtenstand und seine Praktiken. Zitat: Das viele Lesen ist dem Denken schädlich, schreibt er, und kann sogar in gelehrte Barbarei münden. Worst-Szenario für ihn ist eine Gelehrtenrepublik, in der, Zitat, Bücher nur noch aus Büchern geschrieben werden, statt eigene Empfindungen und Beobachtungen des Gelehrten mitzuteilen. Sein größtes Schreckgespenst war der Kompilator. Der kompilatorische Schulgeist lasse, schreibt er, Deutschland zu einem saft- und kraftlosen Exzerpier-Comptoir verkommen. Und er klagt, dass die hoffnungsvollen jungen Leute sich zu seiner Zeit weiß, gelb, schwindsüchtig und impotent exzerpiert hätten. In dieser allgemeinen Kulturkritik schwingt nun, ich glaube, unüberhörbar auch ein eigenes Problem Lichtenbergs mit. Zitat: Er exzerpierte beständig und alles, was er las, ging aus einem Buche neben dem Kopf vorbei in ein anderes. So schreibt Lichtenberg, ich glaube, wie an einigen Stellen, einigen Texten von ihm über sich selber, möglicherweise in der dritten Person. Nun hat für Lichtenberg das Exzerpieren natürlich seine Existenzberechtigung, nämlich als eine Art Lückenbüßer des Denkens. Das ist das Zitat, das Sie hier sehen. Merke ich bei meinem Denken Lücken, die ich nicht ausfüllen, und Schwierigkeiten, die ich nicht überwinden kann, so muss ich nachschlagen und lesen. Entweder dieses ist das Mittel, ein brauchbarer Mann zu werden, oder es gibt gar keines. Mehr noch, für Lichtenberg sind Exzerptsammlungen die unsichtbare, aber notwendige Voraussetzung von Meisterwerken. Zitat, auch das sehen Sie hier, ich hoffe, Sie sehen es, ist etwas tief. Oh, wenn man die Bücher und die Kollektaneen sähe, aus denen oft die unsterblichen Werke erwachsen sind. Deshalb, also weil das Exzerpieren für Lichtenberg nach wie vor eine haltbare, gangbare Praxis ist, kommt Lichtenberg in den Sudelbüchern auch immer wieder auf die von mir vorher genannten Schwerpunkte der aufklärerischen Exzerpierreform zurück. Den ersten Schwerpunkt, den Realbezug, erhebt er nachgerade zur Lebensmaxime. Zitat: Man muss zuweilen wieder die Wörter untersuchen, denn die Welt kann wegrücken und die Wörter bleiben. Also immer Sachen und keine Wörter. Daher entwickelt der Büchermensch Lichtenberg seine Schmierbuchmethode, wie er sagt, auch nicht am Aufschreibesystem der Gelehrten, sondern an der Buchhaltung der Kaufleute. Ich zitiere einen längeren Eintrag: Die Kaufleute haben ihr Wastebook, Sudelbuch, Plitterbuch, glaube ich, im Deutschen. Darin tragen sie von Tag zu Tag alles ein, was sie verkaufen und kaufen, alles durcheinander ohne Ordnung. Aus diesem wird es in das Journal oder das Journal getragen, wo alles mehr systematisch steht, und endlich kommt es in den Ledger at Double Entrance, nach der italienischen Art Buch zu halten. In diesem wird mit jedem Mann besonders abgerechnet, und zwar erst als Debitor und dann als Kreditor gegenüber. Dieses, also diese Praxis, dieses verdient von den Gelehrten nachgeahmt zu werden.
erst ein Buch, worin ich alles einschreibe, jetzt bezieht er sich das auf sich selber, erst ein Buch, worin ich alles einschreibe, so wie ich es sehe oder wie es mir meine Gedanken eingeben, als dann kann dieses wieder in ein anderes getragen werden, wo die Materien mehr abgesondert und geordnet sind, und der Ledger könnte dann die Verbindung und die daraus fließende Erläuterung der Sache in einem ordentlichen Ausdruck enthalten. Lichtenberg macht also Anleihen bei der Wirtschaft. Dennoch ist er kein naiver Realist. Er weiß, dass die Erfahrung oder Erkenntnis von Fakten durch den menschlichen Verstand notwendigerweise Sprachcharakter annimmt. Denn selbst im direkten Kontakt mit der Natur bleibt diese in seinen Augen ein Buch. Und das Modell für den Naturbezug bleibt das Lesen. Zitat: Anstatt einen Helden immer in seinem Homer lesen zu lassen, wollte ich ihn lieber in das Buch sehen lassen, aus dem Homer selbst lernte. Heißt es zum Beispiel in einer von Lichtenbergs zahlreichen Werther-Kritiken. Soweit also zum ersten Schwerpunkt, diesem Realbezug. Zum zweiten, dem Produktionsbezug. Der liegt Lichtenberg besonders am Herzen. Am Anfang von Sudelbuch J notiert er sich als Inhaltsangabe, Zitat: Vermischte Einfälle, verdaut und unverdaute, Begebenheiten, die mich besonders angehen, auch hier und da Exzerpte und Bemerkungen, die an einem anderen Ort genauer eingetragen oder sonst von mir genützt sind. Dieser letzte Punkt ist ganz besonders wichtig. Die Exzerpte dürfen jedenfalls kein Endstadium markieren, sondern sie müssen das Zeug zu unsterblichen Werken haben, wie er schreibt. Die Betonung liegt also nicht so sehr auf dem Sammeln, sondern auf dem Nutzen andernorts. Durch aktives statt passives Lesen und durch ein konzentriertes Verdauen wird der Schatz, den Lichtenberg in seinen Exzerpten anhäuft, nun eingesetzt, um eben in künftigen Ausarbeitungen aufzugehen. Und das ist auch der, denke ich, einer der wichtigsten Gründe, warum Lichtenberg seine Sudelbücher mit Zahlen und Buchstaben quasi organisiert hat, weil er so dann sehr schnell in diesen zwischen diesen verschiedenen und ja sehr bunt gemischten Einträgen hin und her springen konnte, Verbindungen ziehen konnte, eben diese Sache vernetzt nutzen konnte. Der dritte Schwerpunkt ist der Bezug zum Subjekt des Aufschreibenden. Und der führt nun zum eigentlichen Problem. Konform mit den Exzerpieranleitungen seiner Zeit ist Lichtenberg zwar davon überzeugt, dass Originalität nicht ohne Weiteres, nicht ohne Voraussetzungen entstehen kann. Er sagt, hatte ich schon mal zitiert, dass eben einer zuerst Fakta kennenlernen muss, bevor er diesen Faktis, diesen Dingen, diesen Realien eine Stelle in seinem Meinungssystem anweisen kann. Dennoch erklärt er ausgerechnet den zum Artefakt, das können Sie auch hier sehen, im zweiten Zitat, der sein Artefakt, der nicht aus dem Stegreif zu resonieren weiß und erst in seine Exzerpta steigen muss oder in seine Bibliothek. Es gibt also eine Art widersprüchliche Haltung von Lichtenberg diesem Phänomen gegenüber. Und diesen Widerspruch löst er an verschiedenen Stellen so auf, dass er sagt, ja, diese Originalität bezieht sich nicht auf den Text, es geht also nicht um eine Textqualität, sondern es geht um eine Qualität der Person des Aufschreibenden, des Exzerptors. Dazu ein Zitat: Der stärkest individualisierende Ausdruck interessiert ihn im Hinblick auf eine Naturgeschichte des exzerpierenden Geistes. Also nicht
dass die Texte ganz toll und originell und verrückt sind, sondern dass sie eben Rückschlüsse auf die auf den Geisteszustand des Exzerptors zulassen. Eben als Textqualität ist sie, diese Originalität, ist sie Lichtenberg sehr suspekt. Meisterwerke entstehen, wie er weiß, meistens so oft durch Zufall aus Exzerpten als durch das Genie des Autors. Und deswegen setzt er auf das Zusammenspiel des Unfertigen und Fragmenten dieser zerstreuten, gesammelten Dinge, weil sie mehr als ein in sich geschlossenes Ganzes sich entfalten können und zu einer überfließenden Sinnfülle führen können. Daher glaube ich auch, dass die Sudelbücher von Lichtenberg eben Wastebooks geblieben sind und dass sie noch nicht in den Zustand des Journals und noch nicht als Ledger ihre Form gefunden haben. Dieser Umstand führt nun auf direktem Wege zum vierten Schwerpunkt, zum Erkenntnisbezug. Ich habe Ihnen gesagt, dass Lichtenberg gesagt hat, dass dieses Exzerpieren als ein heuristisches Hebzeug, ebenso ein Universalwerkzeug für diese Findekunst dienen sollte. Und das können Sie nur, wenn Ihre Organisation desorganisiert ist. So spricht Lichtenberg von seinen Sudelbüchern ganz bewusst von einem Schatz, aber nicht von einer Schatzkammer. Das ist eine Metapher, die man aus dem 16. und 17. Jahrhundert kennt. Und er spricht auch nicht, er meidet die traditionellen Metaphern für diese Sammlungen aus dem Barock, Architekturmetaphern wie beispielsweise Gedächtnistheater oder Fundort, Fundörter. Er hat ein anderes Ideal und dieses Ideal von ihm als Exzerptor ist das der Jagd. Der Jagd, auf planlose Streifzüge der Fantasie geht und dort rastlos immer neues mögliches Wissen verfolgen möchte. Ja, er hat auch ein eigenes System, wie Sie sehen. Ich hatte vorher gesagt, dass sein Prinzip, dass er in seinen Exzerpierheften dem er nachstrebt, dass der disorganisierten Organisation, und ich habe Ihnen hier auch ein weiteres Zitat mitgebracht, ein tolles, wie ich finde, wo er das System benennt, und dieses System heißt das Chaos. So wie Linné im Tierreich könnte man im Reiche der Ideen auch eine Klasse machen, die man Chaos nennte. Dahin gehören nicht sowohl die großen Gedanken von allgemeiner Schwere, Fixsternstaub mit sonnenbepuderten Räumen des unermesslichen Ganzen, sondern die kleinen Infusionsideechen, die sich mit ihren Schwänzchen an alles mithängen und oft im Samen der Größten leben, und deren jeder Mensch, wenn er still sitzt, 1 Million durch seinen Kopf fahren sieht. Großartig. Als Prozessor dieses Ideengewimmels fungiert bei Lichtenberg der Witz. Das ist jetzt eine, wenn Sie Texte aus dem 18. Jahrhundert kennen, wissen Sie, dass Witz nicht der Joke ist, also so wie wir das Wort heute brauchen, sondern eine bestimmte Geistesagilität, eine Schnelligkeit, mit dem der Geist oder ihr Verstand ganz viele verschiedene Dinge miteinander in Verbindung bringen kann. Und deswegen ist dieser Witz für Lichtenberg nun ein wichtiges heuristisches Mittel, ebenso ein Hebzeug, ein Finder, wie er sagt, ein Finder für alle Dinge. Und zwischen diesem Witz und dem Chaos gibt es nun so eine Art Allianz. Ja, sie sind beide, wenn sie zusammenspielen, Erkenntnisvoraussetzung und Erkenntnisprinzip für Lichtenberg. Und dank ihrem Zusammenspiel sollen jene neuen Blicke durch die alten Löcher ermöglicht werden, die Lichtenberg
immer wieder das längst Geglaubte für unausgemacht vorhalten. Eine berühmte Stelle aus einem der Sudelbücher. Jetzt, was hat es mit dieser Originalitätsproblematik auf sich? Ich komme zu meinem dritten Punkt. Lichtenberg hat die empfindsamen Dichterseelen, die selbsternannten Originalgenies seiner Zeit und ihre Apostel unter den Kritikern gehasst, wie die Pest. Die Frage ist nur, warum er so allergisch auf die neue Literaturmethode reagiert hat. Welchen ästhetischen Idealen verdankt sich diese Idiosynkrasie und womit gerät sie allenfalls in Konflikt? Vorab ist festzuhalten, Originalität und Genie sind für Lichtenberg keineswegs nur negative Qualitäten. Ein, Zitat, Hauptkennzeichen des Genies ist es, dass dieses nur Individua sieht, nur Einzelnes, nur Individuelles. Und genau dieser Tugend strebt Lichtenberg selbst nach. Ich zitiere jetzt einige Male aus einem Konvolut, aus einem Zusammenhang verschiedener Aufzeichnungen, die er unter den Titel Parakletor gestellt hat. Und das ist eine Streitschrift, die er entworfen hat, die aber Projekt geblieben ist, gegen die Stürmer und Dränger, gegen diese Clique, die er ebenso gehasst hat. Und in einer Aufzeichnung aus diesem Parakletor-Zusammenhang möchte er sogar den Beweis führen, Zitat, dass man zugleich ein Originalkopf und ein ehrlicher Mann sein kann. Also Sie sehen, diese Möglichkeit erwägt er. Ein Musterbeispiel dafür sind die alten Griechen und Römer. Bei denen, so Lichtenberg, haben sich nämlich Genialität, Einfachheit und Natürlichkeit gepaart. Und noch prototypischer als bei den Griechen und Römern konnte man nach Lichtenberg diese Einheit von Genie, Einfachheit und Natur bei den Engländern beobachten. Seine großen Vorbilder sind Shakespeare, der Maler William Hogarth und der Schauspieler David Garrick. Sie alle verkörpern die Einheit von künstlerischem Naturtalent und natürlicher Persönlichkeit. Als genial in einem positiven Sinn gelten Lichtenberg aber nicht nur die großen englischen Künstler, sondern er schreibt auf seiner zweiten Englandreise in sein Tagebuch: In England findet man mehr Originalcharaktere in Gesellschaften und unter dem gemeinen Volk, als man aus ihren Schriften kennt. Also das gemeine Volk, alle Engländer sind Genies, wenn Sie so wollen. Und nicht nur alle Zweibeiner, sondern sogar alle Vierbeiner, wo er sich, schreibt er einmal, hätten eine besondere Tendenz, einen besonderen Penchant zum Whim, zu jener launig, spleenigen Geisteshaltung, die Lichtenberg sich selber zum Wahlspruch gemacht hat. Warum also diese Verbissenheit, mit der Lichtenberg in den 1770er Jahren gegen die grassierende Genie-Methode zu Felde zieht? Ich glaube, sie ist zu einem guten Teil einem existenziellen Interesse von ihm am Geniekomplex geschuldet. Darüber hinaus lebte Lichtenberg hier ja in einer Stadt in Göttingen, in der die deutsche Geniebewegung mit dem Hainbund um Hölty und Voss eine ihrer mächtigsten Bastionen errichtet hat. Also das ist klar, dass man auch biografisch da ganz viele Gründe anführen könnte. Ich verfolge jetzt aber wieder diese theoretische Überlegung und ich glaube, dieses existenzielle Interesse am Geniekomplex reizte den Satiriker in Lichtenberg, der eben mit dem genannten Parakletor, mit dieser geplanten Satire, wie er schreibt, Trostgründe für die Unglücklichen sucht, die keine Originalgenies sind. Nachdem dieser Parakletor im Projektstadium stecken geblieben ist, machte Lichtenberg seine Geniekritik hauptsächlich im Streit um die Physiognomik von Lavater publik.
Und in diesen Streit sind zum Teil auch dieselben Akteure involviert. Und das ist auch ein alter Topos der Lichtenberg-Forschung, dass Lichtenberg mit seinem verwachsenen Körper hier besonders persönlich auch sich angegriffen gefühlt hat. Ich glaube aber, dass es mehr gibt nur als diesen kritischen Affekt gegen die Physiognomiker, gegen Lavater und vor allem auch gegen Zimmermann. Am genialen Physiognomiker Lavater und eben Zimmermann kritisiert Lichtenberg, wie er sagt, die transzendente Ventriloquenz und die Art von leerem Geschwätz, dem man durch Neuigkeit des Ausdrucks unerwartete Metaphern das Ansehen von Fülle gibt. Lichtenberg wird nicht müde, die Dithyramben dieser selbsternannten Seher zu schmähen, die daher plundern und stolpern, mit konvulsivischem Bemühen das Unaussprechliche auszusprechen. Diese Stilkritik geht bei ihm immer wieder über in eine Stilparodie. Und das ist mir deswegen so wichtig, weil ich glaube, dass man hier eben die Produktivität dieser Kritik sieht. Ja? Wenn Sie Stilparodie machen, dann schreiben Sie ja selber gewissermaßen eine Art paraliterarischen Text. Die Kritik an den Genies von Lichtenberg ist aber nicht nur stilästhetisch begründet, sondern sie ist vor allem auch erkenntniskritisch motiviert. Im Fadenkreuz steht hier die Unangemessenheit von Sachverhalten einerseits und ihrer sprachlichen bzw. begrifflichen Vermittlung andererseits. Denn was gegen das rhetorische Prinzip des Aptum oder Decorum, also der Gleichgewichtigkeit von Res und Verba, von Sachen und Wörtern verstößt, das hat einen epistemischen Grund, einen Erkenntnisgrund. Weil nämlich die subjektiven Sprechweisen der Originalgenies nicht durch eigene Beobachtungen und Erfahrungen des Sprechenden und Schreibenden gedeckt sind. Im Kontext der Genie-Methode entlarvt sich dieser extrem individualisierte Stil der Stürmer und Dränger, also dieser Originalgenies, als ein, wie Lichtenberg sagt, Esprit de Corps, also als ein Corpsgeist, als ein bloßer Jargon. Und daher droht den Genies dasselbe wie den gelehrten Pedanten, nämlich die Welt droht ihnen abhanden zu kommen, während allein die Wörter stehen bleiben. In diesem Punkt berühren sich Lichtenbergs Geniekritik und seine Gelehrtenkritik. Die gemeinsame Bezugsgröße ist das problematische Verhältnis von Natur und Kunst. Lichtenberg sind die deutschen Originalgenies deshalb zuwider, weil sie Dichter aus Dichtern und nicht Dichter aus der Natur sind. Und das hatte ich Ihnen auch schon mal zitiert, das Argument eben, das Lichtenberg gegen den Verfasser des Werther schleudert, nämlich, dass Goethe nun die Homer-Adepten wie Goethe ihren Homer statt in dem Buche der Natur aus dem Homer selbst lernte. Also Goethe hat sich in derselben Weise gegen dieses Naturgesetz gewissermaßen, hat in derselben Weise gegen dieses Naturgesetz gefehlt und hat den Werther aus dem Homer statt aus dem Buch, aus dem Homer selber gelernt hat, lesen lassen. Nun, Lichtenberg ist überzeugt davon, dass sich die Natürlichkeit der antiken Autoren und Shakespeares nicht tel quel in die Gegenwart herüberreden lässt. Er weiß, dass das, was in der Kunst der Moderne als Natur erscheinen mochte, lediglich ein Effekt dieser Kunst ist. Zitat: Natürlich zu schreiben, so resoniert er in einem frühen Sudelbucheintrag, erfordert unstreitig die meiste Kunst, jetzo, da wir meistens natürliche Menschen sind.
Entschuldigung, meistens künstliche Menschen sind. Wir müssen so zu reden, dass Kostüme des natürlichen Menschen erst studieren, wenn wir natürlich schreiben wollen. Ja? Also der Mensch ist nicht von sich selber aus Natur, sondern er hat ein Kostüm an und wir müssen dieses Naturkostüm studieren. Ich glaube, dass Lichtenberg hier ganz nah bei Kant ist, einem berühmten Satz aus der Kritik der Urteilskraft im Paragraph 46 definiert Kant das Genie als die angeborene Gemütslage, durch welche die Natur der Kunst die Regel gibt. Und ganz ähnlich ist Lichtenberg klar, dass das Resultat der Geniekunst niemals die Natur selbst sein konnte. So genial oder originell ein Kunstwerk auch sein mochte, es musste ein von der Natur reguliertes Werk der Kunst bleiben, konnte nie Natur selber sein. Das Argument des Sekundären, des Abgeleiteten, dürfte er also streng genommen gar nicht gegen die Genies und ihre Produkte anführen. Dennoch vermag auch Lichtenberg das Verlangen offenbar nicht ganz zu unterdrücken, dass sich die Natur in der Kunst der Moderne eben doch immer wieder unmittelbar ereignen möge. Also er weiß, dass das nicht möglich ist und möchte trotzdem, dass eine solche Natürlichkeit auch in der Moderne, in der Kunst noch zustande kommt. Die Alten sind wohl über uns, wendet er einmal gegen sein eigenes Wissen ein, weil sie nicht immer nachahmten, mehr Sachen als Wörter lernten, die Natur mehr sahen. Und jetzt kommt das Gegenargument: Wer heute sich vor dergleichen hütet, ich weiß nicht, warum er den Alten nicht beikommen, warum und wie die Natur sich erschöpft haben sollte. Das wäre eben diese Hoffnung, dass das trotzdem möglich bleibt. Ich komme zum Schluss. Originalität ist für Lichtenberg also nicht nur ein existenzielles, sondern ein widersprüchliches Problem. Stellt man dieses Problem in den Zusammenhang von Lichtenbergs Reflexionen übers Exzerpieren, dann zeigt sich eben auch seine Produktivität. Wie in den Exzerpieranleitungen der Aufklärung geht es auch dem Exzerptor Lichtenberg nicht um die Abschaffung der enzyklopädischen Exzerpiertradition und es geht ihm auch nicht um ihre Bewahrung allein um der Tradition willen. Sein Anliegen ist vielmehr die Revitalisierung des älteren Aufschreibesystems im Dienste erkenntnistheoretischer und ästhetischer Innovation. Ziel und Motor des Exzerpierens ist kein geschlossenes Wissenssystem mehr. Das Aufschreibesystem von Lichtenberg zielt auf einen Erkenntnisprozess und zumal auf die künstlerische Produktion. Entweder soll das von der Memoria angehäufte Wissen im Zeichen von Ingenium, des Genies, und Judicium, der Verstandeskraft, einer permanenten Kritik unterzogen werden. Oder aber die memorierten Fakten müssen in fiktive Möglichkeitswelten überführt werden. Dass bei Lichtenberg beides im Zeichen des Konjunktivs passiert, das ist hier von Albrecht Schöne sehr eindrucksvoll nachgewiesen worden. Eben dieser kritischen Aktivität und in diesen möglichen Welten liegt die spezifische Produktivität des Originalitätsproblems, mit dem der Exzerptor Lichtenberg ringt. In seinem Kern steckt die Forderung nach Individualisierung. Individualisierung der Sachen, die man erkennen möchte, aber auch der Gedanken, die diese Sachen vorstellen und schließlich auch Individualisierung der Wörter, die die Vorstellungen dieser Sachen vermitteln. Streng genommen können nur Gedanken und Wörter, aber nicht die Sachen selbst individualisiert und individuell erkannt werden. Deshalb kann es beim Aufschreiben von allem
mit so vielen Zusätzen von Neuem als möglich, eigentlich auch immer nur um den denkenden und sprechenden Aufschreiber selbst gehen. Darin liegt die genuine Leistung von Lichtenbergs Aufschreibesystem im Vergleich zur Exzerpiertradition aus der Antike. Sein Kristallisationspunkt ist das Prinzip der individuellen Autorschaft. Und gerade dieses Prinzip bleibt, ich hoffe, ich habe das einigermaßen klar machen können, bleibt für ihn ein ungelöstes Problem. Denn entweder drückt sich darin der Autor in seiner ganzen Komplexität und Nacktheit aus, dann wird das unanständig und eigentlich für Lichtenberg auch nicht mehr verständlich. Darum hat sich Lichtenberg wahrscheinlich auch vor dem Druckenlassen seiner Sudelbücher gehütet. Oder das Autorsubjekt und seine Rhetorik offenbaren sich als bloße Formeln, als Schemata. Dann kann allerdings der Subjektivitätsanspruch nicht mehr eingeholt werden. Und eben das ist das, was er an den Stürmern und Drängern, an diesen Originalgenies kritisiert hat. Die große Kunst besteht für Lichtenberg darin, individuelle Autorschaft als einen rhetorischen Effekt plausibel zu machen. Originalität in der Kunst und in der Literatur ist nur um den Preis einer Quasi-Natürlichkeit zu erlangen. Darum hat er seine ganz privaten Lektüre-Erfahrungen aufgeschrieben. Das ist nun wichtig, weil das Medium der Schrift den Ausdruck dieser künstlichen Natürlichkeit erleichtert oder vielleicht überhaupt ermöglicht. Nicht nur selbst, sondern gerade das auswendig Gelernte kann durch das Aufschreiben eine Farbe des eigenen Denkens bekommen. Dankeschön.